betrifft das Thema Bescheidung über Visaanträge zum Familiennachzug zu eritreischen Flüchtlingen in den deutschen Botschaften im Sudan, in Äthiopien und Kenia im Jahr 2019. Auch die fünfte Frage der Abgeordneten Ulla Jelpke betreffend Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten im Jahr 2019 wird schriftlich beantwortet. Die sechste Frage des Abgeordneten André Hunko kommt nun zum Aufruf, betrifft Relaisstationen in Deutschland für die Steuerung US-amerikanischer Drohneneinsätze. Herr Staatsminister, dem das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Hunko, die Bundesregierung steht zur Frage des Einsatzes unbemannter Luftfahrzeuge und der Rolle der US-Luftwaffenbasis Ramstein mit ihren US-amerikanischen Partnern in einem ständigen Austausch. Die US-Seite hat ausgeführt, dass die USA globale Kommunikationsinfrastruktur für den Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen unterhalten, inklusive verschiedener Relaisstationen. Darüber haben wir uns auch schon mehrfach ausgetauscht. Die völkerrechtskonforme Nutzung der Relaisstation in Ramstein war im Rahmen dieses Dialogs zuletzt vergangene Woche Thema mehrerer Gespräche mit hohen Repräsentanten der Vereinigten Staaten. Die USA haben abermals bekräftigt, dass sie bei der Nutzung des Stützpunktes Ramsteins deutsches Recht achten. Herr Kollege, Sie haben eine Nachfrage, wie ich sehe. Ja, ich habe sogar mehrere. Also erstmal die Frage, Herr Kollege Roth. Ich habe danach gefragt, ob auch weitere Relaisstationen existieren neben Ramstein, die sozusagen einen Drohnenangriff ermöglichen. Das war ja die Auskunft auf der Bundespressekonferenz. Stichwort wäre hier Sigonella. Das war aus Ihrem Hause dort kommuniziert worden. Also das wäre meine erste Frage. Gibt es weitere mögliche Relaisstationen, die zur US-Drohnenkriegsführung genutzt werden können? Und wo wären die? Herr Präsident, lieber Kollege Hunko, der Bundesregierung ist bekannt, dass die Einsätze von Drohnen und anderen unbemannten UAVs, sagen wir dazu, nach Auskunft der USA von verschiedenen Standpunkten aus geflogen werden. Das ist richtig. Unter Nutzung diverser Fernmelderelaisschaltungen und einige laufen über Ramstein, andere laufen über andere Standorte. Aber wir haben keinerlei Kenntnisse, welche Relaisstationen nun für welchen Einsatz genutzt werden. Herr Kollege Hurt, weitere Nachfrage. Ja, Sie haben eben gesagt, Sie haben sich vergangene Woche intensiv mit der US-Seite ausgetauscht über die Frage der Nutzung von entsprechenden Relaisstationen für den Drohnenkrieg. Da geht es natürlich konkret um die Ermordung von Soleimani. Die Frage ist, haben Sie darüber irgendwelche Auskünfte bekommen, ob dieser Drohnenangriff, ob der über die Relaisstation in Ramstein gelaufen ist? Gibt es da irgend von der US-Seite irgendeine Kommunikation bezüglich dieses konkreten Falles an die Bundesregierung? Herr Präsident, lieber Kollege Hunko, noch einmal. Wir haben uns natürlich auch ausgetauscht. Der Außenminister hat auch mit dem amerikanischen Außenminister darüber gesprochen und sich noch mal eingehend informiert über die Hintergründe und über die Argumente, die die Vereinigten Staaten zu dieser Tötung veranlasst haben. Aber Informationen über die Nutzung der Relaisstation in Ramstein in Verbindung mit der Tötung von Soleimani liegen der Bundesregierung nicht vor. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage durch die Kollegin Heike Hense. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Staatsminister, Sie haben jetzt ein bisschen kryptisch geantwortet, dass also sowohl über die Relaisstation in Ramstein, aber auch andere Stationen wohl Steuerung von Drohnen, US-Drohnen stattfindet. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, Sie wissen aber nicht genau, wo. Das ist doch sehr widersprüchlich. Also entweder es finden Steuerungen statt über bestimmte Relaisstationen, sowohl Ramstein als auch andere, oder nicht. Und wenn sie stattfinden, dann wissen wir, dass nach Völkerrecht solche Drohneneinsätze ohne einen Krieg und so weiter völkerrechtswidrig sind. Also damit sagen Sie ja, dass Sie doch von Relaisstationen in Ramstein und deren Nutzung Informationen haben.
Herr Präsident, liebe Frau Kollegin Hensele, es ist nicht mein Sinn, mich kryptisch auszudrücken, sondern ich möchte mich möglichst klar ausdrücken. Und das habe ich auch zu tun versucht. Noch einmal, die Vereinigten Staaten von Amerika sind allein aufgrund des NATO-Statuts dazu verpflichtet, die Regeln, die in Deutschland gelten, strikt zu achten. Die amerikanische Regierung hat immer wieder bekräftigt, auch in den jüngsten Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung, dass sie die deutschen Gesetze achtet und selbstverständlich auch das Völkerrecht achtet. Ich habe schlicht und ergreifend darauf hingewiesen, dass es für den Einsatz von Drohnen Relaisstationen bedarf. Es gibt Relaisstationen in Rammstein. Es gibt aber auch Relaisstationen an anderen Standorten. Und ich habe darüber informiert, dass die Bundesregierung keinerlei Kenntnisse darüber hat, welche Relaisstation nun für welchen Einsatz genutzt wurde. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat der Kollege Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Roth, ich habe mich gemeldet, weil ich eben ganz verwundert war. Sie haben gesagt, der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Mike Pompeo, hätte den Bundesaußenminister in einem Telefongespräch detailliert über die Hintergründe der extralegalen Tötung von Soleimani unterrichtet. Wie vereinbaren Sie das mit der Auskunft, die mir Staatssekretärin Lehn Derze, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, gegeben hat, wonach die Bundesregierung nicht in der Lage sei, eine völkerrechtliche Beurteilung vorzunehmen, weil ihr detaillierte Kenntnisse fehlen. Was stimmt nun? Das, was Frau Staatssekretärin gesagt hat oder das, was Sie hier eben gesagt haben? Sie sind sehr kreativ, Herr Abgeordneter und Herr Präsident, Sie sind ja kreativ in der Interpretation dessen, was ich gesagt habe. Ich habe niemals davon gesprochen, dass wir detailliert darüber informiert wurden. Ich habe schlicht und ergreifend davon gesprochen, dass es ein Gespräch zwischen unserem Außenminister und dem amerikanischen Außenminister in dieser Frage gegeben hat und dass ein Austausch darüber stattfand. Und in der Tat fehlen uns eine Reihe von Informationen, die wir bräuchten, um eine völkerrechtliche Bewertung abschließend vorzunehmen. Eine politische Bewertung hat die Bundesregierung sehr wohl, was die Tötung von Soleimani anbelangt, vorgenommen. Und diese politische Bewertung ist Ihnen hinlänglich bekannt. Insofern gibt es überhaupt keinen Widerspruch zwischen dem, was Staatssekretärin Lehnderze und der Staatsminister Michael Roth jetzt gesagt hat. Ich schlage vor, wir lesen das im Protokoll nach. Herr Trittin, vielen Dank. Keine weitere Nachfrage zu diesem Themenkomplex. Dann teile ich mit, dass die Fragen 7 bis 11 der Kolleginnen und Kollegen Ginnen Hunko, Noipur, Bayram und Trittin jeweils betreffend die Position der Bundesregierung zur Tötung der Generäle Soleimani und al-Muhandis schriftlich beantwortet werden. Ich rufe deshalb auf die 12. Frage des Abgeordneten Jürgen Trittin.